bald die Tor klar. Statt eine Vorbildsfunktion zu sein, anderen, da sind so viele kleine Kinder, die zuschauen. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Das ist mein erstes Spiel, mein offizielles Spiel hier auf YouTube. Und ihr glaubt es gar nicht, das hat sich alles so last minute ergeben. Eigentlich bin ich in einer Mannschaft angemeldet. Ich bin ja so gut wie nie oder sehr selten in Düsseldorf. Und heute hat mich der Trainer angerufen, hey, die vierte Mannschaft, die brauchen Leute, die haben nicht genug, die haben nicht mal 11 Mann zusammen. Kannst du aushelfen, komm. Und ich war eigentlich schon woanders, bin nach Hause, hab meine Sachen gepackt. Das sogenannte Spiel gegen die Brotatoes. Und es ist jetzt, ich weiß gar nicht wie lange, aber es ist mittlerweile schon Jahre her, dass die Brotatoes und ich getrennte Wege gegangen sind. Und sehr viele haben immer Fragen gestellt, sehr viele haben immer gefragt, was ist da passiert? Ich kann es euch erklären. Eigentlich ist nichts passiert. Lukas, Lars und ich, meiner Meinung nach, verstehen uns nach wie vor. Ich habe absolut nichts gegen die Jungs. Im Gegenteil, ich freue mich für deren Erfolg. Ich freue mich, dass es für die sehr gut läuft im Internet-Business. Und ja, wir haben getrennte oder verschiedene Meinungen gehabt, was jetzt aber keinen Streit hervorgerufen hat, was ja auch absolut kein böses Blut oder sonst was zwischen uns macht. Wenn die Jungs mich brauchen, ich wäre auf jeden Fall immer für die da, wenn irgendwas ist. Also das ist nicht so, dass ich die Jungs jetzt nicht mag oder was gegen die habe oder dass wir Streit haben. Wir haben uns einfach anders entwickelt und verschiedene Wege gegangen. Genauso mit Loco, Marius. Ich habe gesehen, Mario spielt auch in der Mannschaft. Wir haben voneinander alle sehr stark profitiert und wir hatten eine geile Zeit zusammen. Mit den Jungs habe ich sehr, sehr viel erlebt. Wir waren in Barcelona, wir waren in London. Wo waren wir noch? Wir waren in Frankreich. Also wir sind echt sehr viel gereist, haben sehr viel zusammen gemacht. Verschiedene Meinungen, verschiedene Ansichten und das war's. Das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie Hass haben. Und heute ist es halt soweit. Jetzt spiele ich gegen die Jungs. Ich muss mich auch mega beeilen, weil ich bin mal wieder spät dran. Diesmal ist es aber nicht meine Schuld. Und ich würde mal sagen, let's go. So, ich bin jetzt gleich fast da, nicht mehr lange. Ob das noch zeitlich hinhaut? 2000 Jahre später. Ist auf die Schnelle umgezogen. Ihr seht, alle sind schon draußen. Da geht das Spiel schon los, da seht ihr Spidey mit der Nummer 7 und ich. Die erste Aktion, aber der Torwart hat den Ball locker, pflückt ihn runter. Und da ist auch meine erste Aktion, spielt den Ball, ihr seht, da kommt direkt 2 gegen 1. Der Ball wird weiter nach rechts gespielt, aber leider abseits von Niklas, unserem Stürmer. Und da spielt mir Loco wie in den alten Zeiten den Ball zu. Ich laufe vorbei, spiele ihn rechts raus. Niklas bringt die Flanke rein, aber die wird abgefälscht. Ecke. Meine erste Aktion hier gegen Fisch. Da seht ihr den Fisch Samba tanzen. Er weiß gar nicht wohin. Links, rechts, links, rechts. Und die Ecke kommt jetzt auch rein. Er versucht mir noch ein Beinchen zu stellen, aber ein bisschen zu hoch. Sonst wäre mein erstes Kopfballtor da gewesen. Unsere erste Aktion, Weitschuss und Tor. Tor gegen die Brotatoes. Schöner Weitschuss, der Torwart von den Brotatoes kam nicht ran. Hier spiele ich den Ball schön nach rechts raus. Niklas läuft rein, spielt den Ball quer. Das wäre fast schon, das war, wäre er aufs Tor gekommen, wäre das das 2:0 gewesen. Hier gibt mir der Trainer nochmal Anweisung, wie ich das machen soll. Er sagt, lauf in die Spitze. Du spielst zwar rechts außen, aber da sind Lücken in der Abwehr von den Brotatoes. Aber da kommen die Brotatoes zum Torschuss. Boah, nicht schlecht. Gute Aktion. Ich komme der Ball nochmal rechts raus. 1 gegen 1. Starker Spieler, der weiß gar nicht, welchen Mann hat er jetzt. 34, glaube ich, mit dem blondierten Haaren von dem Brotatoes. Der, der starke Mann. Da im 1 gegen 1, 3 gegen Spike, der fasst mich an. Guckt mal nach, nein, das war kein Fall, alles gut. Die erste gefährliche Aktion von dem Brotatoes, fast hätte man noch 11 Meter pfeifen können, aber da fällt das 1:1. Direkter Anschlusstreffer, aber jetzt uncut. Meine Mannschaft gibt nicht auf. Wir sind weiter im Angriff. Da kommt der Ball. Loco, Fisch vorbei. Außenrisspass. Hoch rein.
Ah, da ist der Ball weg. Glaubt ihr denn? Meine Mannschaft holt sich den Ball wieder. Spielt da im Mittelfeld rum. Da kommt ein langer Pass von Johnny. Der wird verlängert. Doch, der kommt. Fabian hinten läuft rein, flankt. Und da ist das Tor. 2:1. Ich habe ausgerechnet, ich habe gegen die Brotatos getroffen. Das ist unglaublich. Wer hätte das gedacht? Und der Ronaldo-Torjubel. Calma. Wir sind wieder im Angriff. Da bekomme ich den Ball. Wuppa, kurz nach Hause geschickt. Aber einen dummen Fehlpass gespielt. Merke es selber und direkt nach hinten arbeiten. Da versuchen die Brotatos einen langen Pass zu spielen. Aber ich fange den natürlich mit dem Kopf ab. Da wird ein Pass in die Gasse gespielt auf den Fisch. Aber nichts außer Ecke. Da holt den Johnny den Ball gut raus. Da kommt der nächste Angriff von den Brotatos. Boah, was für eine Parade von unserem Torwart Tim. Der hätte eigentlich drin sein müssen. Da ist Loco am Ball. Und die schwere Grätsche, ohne den Mann zu berühren, natürlich, so wie es sich gehört. Da ist Benny am Ball, zieht einfach mal aus 180 Metern ab. Aber auf dem Torwart Benny hat einen heftigen Schuss. Einer der krassesten Spieler bei uns. Ich komme sehr, sehr anstrengend ins Spiel. Hier geht's. Jetzt mal gucken in der zweiten Halbzeit. Wir haben ja nur, so bin ich ja überhaupt reingekommen. Ich glaube, wir haben nur einen Auswechsel. Und mal gucken jetzt, ne, ob wir das so weiter hochhalten können, das Niveau. Es geht weiter. Du warst überall, ja. Und nirgendwo. Die zweite Halbzeit, es geht weiter. Da haben die Brotatos einen guten Angriff. Knapp daneben. Ah, der Spieler hat die 37. Da der zweite Angriff. Wir holen uns den Ball fair wieder. Aber da liegen zwei im Boot. Loco kurz aussteigen lassen. Und hier ist die erste Tätigkeit vom Fisch. Ihr seht, er rammt unseren Spieler voll von hinten ohne Grund. Der Ball ist ganz woanders. Hier sieht man es genau. Bam. Einfach in den Rücken, feige Aktion. So ging es dann aber auch weiter, weil hier kommt der voll auf mich drauf, mit seinem Ellbogen ausgefahren. Grundlos mal wieder, aber ich spiele einfach weiter. Warte auf den Ball, hier sieht man es nochmal in langsamer Zeitlupe. Bam, Ellbogen, der dachte kurz UFC. Die zweite feige Aktion, also er sollte eigentlich lieber bei irgendeiner anderen Sportart bleiben. Da laufe ich nach hinten, da versucht er mich wieder zu treffen. Was war los mit diesem Fisch? Da kriegt er kurz eine von mir mit, um zu zeigen, so nicht, Kollege. Jetzt kommt es zum Showdown. Benny haut den Ball aus 80 Metern an die Latte. Ich will da zum Ball, wird einmal umgenockt, zweiten Mal. Da wird der nächste Spieler von uns umgehauen. Und da versuche ich den Ball zu kriegen. Aber was macht der Fisch da? Er tritt mich, der andere haut mich mit seinem Knie. Da sieht man den Tritt, da sieht man den Schlag und das Knie, mein Gesicht. Da ist noch, da sind 3, 4 Spieler um mich herum und nochmal die Faust von Fisch in mein Gesicht. Damit war das Spiel für Fisch und für mich vorbei. Ja, aber sowas ist unnötig. Jetzt aber die beste Aktion des Spiels. Ehrenlos, spuckt mich an, schaut es euch an. Was für ein Spiel, Freunde. Ihr habt gesehen, da war alles dabei. Lukas und ich haben geredet. Ich habe mit Lars geredet, mit dem Vater von Lars, mit allen eigentlich so. Und wie schon vor dem Spiel gesagt, es gibt absolut kein böses Blut. Ich mag die Jungs sehr. Wir hatten so eine intensive Zeit zusammen. Klar, der Torjubel war provokativ, aber mein Gott, das ist für YouTube, das ist Fun. Ja, das Ganze hat damit angefangen, dass Marcel Fischer, den ich vorher noch nie gesehen, noch nie gehört habe, ich habe keine Ahnung, wer das ist, mit mir Stress angefangen hat. Und dann, immer wenn der Schiri nicht geguckt hat, weggecheckt hat, unfair gespielt, ohne Sinn, einfach, mein Gott, wir sind da zum Fußballspielen. Hart, aber fair ist meiner Meinung nach immer das Motto, ohne Gewalt. Und er fing an, gewalttätig zu werden. Hat er irgendwann eine gelbe Karte bekommen. Okay, ich liege auf dem Boden. Ich check gar nicht, was abgeht. Dann kommt noch einer von hinten und haut mir sein Knie. Oder das ging so schnell, man liegt auf dem Boden und bam, bam, bam. Ich dachte, das wäre eine Faust. Ich weiß bis jetzt noch nicht, ob das eine Faust, ob das ein Knie war. Habe ich es ins Gesicht bekommen. In dem Moment hat er mich wohl so geschlagen. Das Ehrenlose ist aber, wie der Name schon sagt, Ehren. Ich muss noch mal gucken.
wie heißt der nochmal genau? Ehrenretschberlik. Was ein ehrenloser Typ. Ich habe den noch nie gesehen, noch nie von ihm gehört. Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. So, nach dem Spiel kommt er zu mir hin, will sich schlagen, schubst mich und spuckt mir ins Gesicht. Das ist das Ehrenloseste, was es auf der Welt gibt, einer anderen Person ins Gesicht zu spucken. Statt eine Vorbildsfunktion zu sein, anderen, da sind so viele kleine Kinder, die zuschauen, die die Potatoes feiern, so jemand gehört da absolut nicht rein. Der einen Gegner anspuckt, angreift, dann hat er noch jemand Älteres, der schon weit über 50 ist, auch weggeschubst und fing da an. Also so jemand sollte eigentlich suspendiert und dürfte gar nichts mehr machen. Er meinte zu mir, komm eins gegen eins, so und so. Nach wie vor, Lukas, Lars, egal was war, egal ob wir uns getrennt haben, so, da würde ich niemals irgendwas Negatives machen, im Gegenteil. Die sollten auf jeden Fall schauen, was für Spieler die da in der Mannschaft haben, weil solche Leute, die machen das Ganze kaputt. So, das ist so negativ. Und das ist ja auch nicht schön, wenn das andere Kinder sehen, wenn das andere Leute sehen. Freunde, danke fürs Einschalten, danke für euren Support. Danke auch an die, die da waren. Alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.